Hallo und herzlich willkommen zu einem Video mit Antworten auf Zuschauerfragen. Hier möchte ich darauf eingehen, auf die vielen Fragen, die ich bekommen habe, was man denn machen könne im Zusammenhang mit Schule, mit dieser Unlust der Kinder zu lernen, mit Hochbegabung und unterfordert, mit Eltern, die nicht gesehen werden in der Schule. Also diesen ganzen Themenbereich habe ich Fragen bekommen nach dem Interview mit Gerald Hüther, das ihr angeschaut habt. Ich bin keine Spezialistin auf Schule, aber ich bin Spezialistin auf Potenzialentfaltung. Und deshalb wage ich mich hier einfach etwas zu sagen, so einen kleinen Ausschnitt da rauszunehmen. Ich hatte Bemerkungen, dass das unrealistisch sei, dass man sich als Eltern zusammentue und dass das weit hergegriffen sei. Und da ist für mich die Frage, wie sehr siehst du das, was Gerald Hüther gesagt hat, als Vision und als etwas, wo wir darauf zuschreiten können? Oder wie sehr nimmst du an, dass das gerade morgen passieren müsste? Wenn du das annimmst als das wäre die Vision, dann kannst du beginnen, mit anderen Eltern darüber zu sprechen, überhaupt rauszufinden, wo hat es Eltern, die mit den gleichen Problemen einerseits beschäftigt sind, mit den gleichen Visionen beschäftigt sind, mit den gleichen Wünschen beschäftigt sind. Und mit denen kannst du dann dich anfangen, zusammenzutun. So beginnt jedes Projekt, dass man die Ideen zusammenträgt und schaut, was davon können wir bereits umsetzen und was nicht. Was davon ist dringend und was nicht so sehr? Und dann wirst du auch klarer, wenn du dich hier auseinandersetzt, wirst du auch klarer darüber, was ist für dich wirklich wichtig? Also du kommst aus diesem Ohnmachtsgefühl raus. Das schleicht sich ja so schnell ein, dass wir uns ohnmächtig fühlen. Und immer, wenn wir uns ohnmächtig fühlen und da drin bleiben, dann sind wir in einer Opferhaltung. Eine Opferhaltung ist einfach so ungünstig. Also ich habe nichts dagegen, dass man dem Opfer seinen Platz einräumt. Das ist total wichtig. Also das anerkennt, dass hier etwas nicht so ist, wie man es gerne hätte. Und dann ist die Frage, bringst du den Mut auf? Es braucht da Mut. Bringst du den Mut auf, dem, was du dir wünschst, wirklich nachzufolgen? Vielleicht merkst du, wenn du dem wirklich Raum gibst, zu schauen, was wünsche ich mir eigentlich, dass du es nicht ganz so genau weißt. Das ist einer der großen Wechsel, wenn wir zu uns und unseren Bedürfnissen kommen, dass wir merken, wir haben nicht so viel Übung, unsere Bedürfnisse auszudrücken. Dann ist es gut, wenn du dich zusammentust oder mit deinem Ehemann, mit dem Vater der Kinder, mit anderen Menschen, wenn du dich zusammentust und das überhaupt mal besprichst. Was habt ihr für Bedürfnisse? Ich weiß nicht so recht, was ich für welche habe. Ich möchte einfach, dass es endlich anders ist. Ja, aber wie? Wie soll es denn sein? Wie soll es denn konkret sein? Also, dass du da genauer wirst und im Moment, wo du dich in diese Ermächtigung begibst, weil das ist ein Ausstieg aus dem Opferdasein, im Moment, wo du dich in diese Ermächtigung begibst, entsteht etwas anderes. Da hast du mehr Ideen, da hast du mehr Mut, du hast mehr so Schaffenskraft, da hast du mehr Mumm zu kreieren und zu schauen, okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Und wenn du nicht jemand bist, der oder die so
vorne stehen kann oder wirklich sich einfach ausdrücken kann, dann ist eine Variante, dass du das lernst. Das kann man. Siehe meine Kurse. Man kann das. Oder du tust dich mit jemandem zusammen, wo das ganz klar gesagt ist, okay, ich kann das nicht so gut, aber ich möchte das gerne mittragen. Und können wir da irgendetwas zusammen machen? Und dann schaust du, worin du Stärken hast. Und dann könnt ihr das gemeinsam machen. So. Das finde ich, das gehört hier zu diesen Fragen. Konkret werden, es gibt unterdessen in der Schweiz und in Deutschland, in Österreich weiß ich es jetzt gerade nicht, gibt es diese Akademie für Potenzialentfaltung. Ihr könnt euch auch an Reta und Maya Adjeli wenden. Sie haben mir das zugesagt, dass ihr euch dahin wenden könnt, wenn es um Schule geht und Fragen stellen. Also schaut, dass ihr euch da kundiger macht und aus dieser Ohnmacht rauskommt. Dann wird es einfacher. Und dann würde ich die Kinder anfragen. Bedürfnisabklärung bei den Kindern. Was brauchst du? Was möchtest du gern? Und dann mal ausprobieren, das, was die wirklich gern möchten. Und dann schau mal, ob denn das etwas ist, was die gerne möchten, was nicht deinen Wertvorstellungen entspricht. Oder dem, was du möchtest, dass dein Kind ist oder wird. Das ist ja auch immer mit dabei, bei uns Eltern. Und dann gehst du mit dem, was die Kinder wollen. Und zwar einfach, wenn es geht. Natürlich gibt es Dinge, die außerhalb der Grenzen sind. Aber die innerhalb der Grenzen, die kann man ja verfolgen. Sobald man die Kinder ermutigt und ihnen den Raum lässt, sich wirklich auszudrücken, entsteht etwas anderes. Mal so weit für heute zur Schule und diesem ganzen Themenbereich. Melde dich, wenn du mehr Fragen hast. Ich leite sie entweder weiter oder ich beantworte sie selbst. Okay. Und weitere Fragen sind erwünscht. Ich finde das schön, wenn ihr Fragen stellt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.